Was ihr jetzt hört, ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ungeschönt, unbearbeitet, ungelogen. Die Frage, die im Raum steht, ist, wer ist eigentlich dieser Emanuel? Und wer zum Teufel ist eigentlich diese Christine? Du willst das wissen? Das wollten wir auch. Und haben uns selbst befragt. Wer sind diese Typen? Lass uns loslegen. Emanuel hat sich bei uns beworben. Er kam gerade zurück aus Frankreich und ich wusste sofort, der ist es. Und dann kam die übliche Strebernummer, bester Mitarbeiter, super Freund, bald Geschäftspartner, das Übliche, Emanuel. Also Emanuel habe ich vermutlich kennengelernt, irgendwo im Dunkeln, in einer Bar. Und das war, glaube ich, als ich ungefähr 3 oder 4 gewesen sein muss. Kennengelernt habe ich mich das erste Mal, wo Christine ihn mitgebracht hat. War unerwartet, weil ich war auf dem zweiten Date mit Jean. Wer ist denn Emanuel? Und er meinte, dass er ein Treffen mit seinem Bruder verplant hat, mit Max eigentlich. Gehen wir dann in die Wohnung von Max und wer macht mir die Tür auf? Jeans Mutter. Der Vater, der andere Bruder, Familie aus Frankreich, wir waren dann irgendwie so zu 10 und da war halt auch Emanuel und ich war natürlich erstmal so total überfordert. Jean und Emanuel haben immer gespielt zusammen und wollten mich nicht dabei haben. Um mich nicht dabei zu haben, haben die einfach die Tür zugemacht und ich kam nicht an die Türklinke ran. Irgendwie waren die Lichtschalter und die Türklinke auf genau die gleiche Höhe und kam ich so irgendwie an den Lichtschalter ran und ich so, ich komme jetzt an die Türklinke auch ran. Ich habe die Türklinke erreicht und mache die Tür so langsam auf und ich sehe die beiden nur so, fuck. Die Zeit des Spiels ohne Max ist jetzt vorbei. Und das ist auf jeden Fall meine erste Erinnerung, die ich so an Emanuel habe. Bei Sonnenaufgang auf einem Balkon in Mitte. Ich saß auf der Couch. In einem Moment, also von einem auf den anderen Moment, kommt auf einmal eine Frau von hinten aus dem Laden angerannt, springt halb über den Tisch, springt auf meine Schwester drauf, fällt ihr in die Arme. Das war Christine. Sofort geliebt. Zu meiner eigenen Hochzeit in Florenz, da habe ich sie das erste Mal kennengelernt. Und ich habe schon vorher immer was von Christine gehört, Christine hier, Christine da. Und ich war schon aufgeregt, sie mal kennenzulernen und dann habe ich sie gesehen, dann wusste ich, alles klar, das ist Christine. Ich muss wirklich sagen, das ist schon eine Weile her. Da war ich in der Vorschule. Ich hatte das Gefühl, dass wir auf jeden Fall gleich einen guten Draht zueinander hatten, weil wir beide so crazy sind. Und da hat sie mich abgeholt. Und ihre erste Aussage war, boah, ist das ein Riesenteddy. Ich glaube, Erdeball muss man sich so vorstellen wie Kaugummi unterm Schuh. Das war dann einfach da, aber aus dem Kaugummi unterm Schuh wurde irgendwann der Schmetterling auf der Schulter. Am Ende ist Christine mit einem komplett bemalten Bein nach Hause und ich hatte ein Tattoo. Totenkopf, Blumenmuster auf meinem Fuß von Jean. Typisch Emanuel ist eine Besonderheit, dass man den Typ kaum aus der Ruhe bringt. Seine Großzügigkeit, das schätze ich auch sehr an ihm. Ich glaube, er hat fast immer sein Handy in der Hand. Ein richtig feiner Kerl zu sein und der hat noch sowas wie Moral in den Knochen. Gibt's nicht mehr so oft. Dass ich nie erleben darf, dass er wütend ist, sauer, rumschreit. Ich muss jetzt mal da, guck mich an, sag, komm her, na komm her. Emanuel ist ein super chilliger Typ. Typisch für Emanuel ist auch, dass er vielleicht Termine relativ spontan absagt. Klingt immer so ein bisschen anstößig, wenn er sagt, na komm, komm zu mir, komm, setz dich zu mir. Dann denke ich mal so, Vorfreude und irgendwie, bitte nicht anfassen. Und wie kann man eigentlich so gut, abgesehen Französisch, auch so gut Englisch sprechen? Und wie kann man eigentlich mir so Konkurrenz machen beim Quizspielen? Ich hasse das. Ist ein, ich würde mal sagen, ein Schwiegermuttertraum. Was? Wir haben die Schwiegermutter da. Wir haben die Schwiegermutter da. Fragen wir mal die Schwiegermutter. Also tatsächlich ein Schwiegermuttertraum. Der kam wirklich? Mit einem riesengroßen Strauß. So im Winter mit Kirschzweig. Kirschblüten im Winter. Der Hammer. Er ist begeisterungsfähig. Emanuel, ich glaube, wenn du ein Tier wärst, dann wärst du dieses Kapibara. Ein Wasserschwein, genau. Können wir mal so ein Foto davon haben? Wo? Hier? Hier? Oder hier? Oder da. Capybara. Kann mit jedem.
Christine würde als Raupe Nimmersatt bezeichnen. Hunger, Essen, los geht's, es gibt nichts anderes, es gibt nur noch Essen. Warum muss alles nach Pfeffer schmecken bei dir? Sie ist eigentlich immer gut gelaunt. Sie macht Pfeffer in die Cornflakes. Ja, immer gut gelaunt. Ein extrem gut gelaunter Mensch. Ich meine, sie wird an Silvester von einem Auto angefahren und ist trotzdem immer noch gut drauf und erholt sich einfach so voll schnell. Pfeffer im Joghurt. Auf die Leute zugehen, einfach strahlen, da rumstrahlen, wenn sie reinkommen, lachen. Typisch Christine ist einfach eine fantastisch positive Lebenseinstellung und wahnsinnig ansteckend zu sein mit ihrer guten Laune. Pfeffer auf dem Ei, ganz wichtig. Dass sie immer top gestylt ist, was ich liebe und mir auch ihre Klamotten öfter mal ausleihen darf. Ja. Dass sie immer nett bleibt und nie laut wird. Auf der Marmelade muss Pfeffer. Ja, die kann den Raum erfüllen mit ihrem positiven Dasein, mit ihrer Stimme, mit ihrer unglaublich prägnanten Stimme. Ich glaube, sie hatte sogar so eine Freundin, die hat extra so eine Granola-Mischung gemacht mit Pfeffer drin. Ist das richtig? Nein, ändern nicht. Ich würde einfach Dinge entwickeln. Emanuel und Tine waren ein paar Mal bei uns draußen im Garten. Ich habe für Carlo ein Baumhaus gebaut. Dachte so, naja, hier, ich bin gerade dabei, so ein paar Bretter zu sägen und es ist schon sehr lustig, Emanuel dabei zu beobachten, wie er sozusagen die Säge ans Holz setzt und dann sägt. Man sieht ihm an, dass er es noch nicht so oft gemacht hat. Ich meine, der Typ ist ja nicht 2 Meter groß, aber der tritt mich, solange wir uns kennen, egal wo wir sind. Wir reisen viel zusammen, wir sitzen in unterschiedlichen Reihen, weil wir beide am Fenster sitzen wollen. Der tritt mich unterm Sessel. Also definitiv seine Fahrstil. Na, bescheuert. Gar nichts. Obwohl. Er tritt mich unterm Schreibtisch, der tritt mich, der hat Teleskopbeine, Krakenbeine. Ich weiß es nicht, wie er es macht. Hör auf, mich zu treten, Emanuel. Und dann, was würde ich an Emanuel verändern? Keine Ahnung, volles, langes Haar, das irgendwie über seine Schultern auf seine Brust reicht. Was willst du denn an Emanuel ändern? Emanuel, räum deine scheiß Teller ab. Ich hab dir das jedes Mal, wenn wir zusammen essen, er räumt nicht seine scheiß Teller ab. Also spontan fällt mir da tatsächlich nichts ein, weil ich ihn, so wie er ist, total lieb hab. Warum nimmt dir das keiner übel, dass du als Einziger deine scheiß Teller nicht abräumst? Bitte! Ich würde den Manuel einfach lassen, wie er ist. Vielleicht würde ich mir wünschen, irgendwie ihn öfters zu sehen. Also ich mag meinen Job, ich würde ihn gern behalten. Also ja, das... Eine ganze Menge. Was ich an Christine ändern würde. Ruf an! Genau, ruf einfach an. Vielleicht den Klamottenstil, der ist ein bisschen abgehoben im Moment. Den Kleidungsstil finde ich jetzt nicht ganz so verkehrt. Hör auf, bei McDonald's zu essen. Vielleicht ein bisschen mehr Schlaf und gesunde Ernährung, aber da bin ich auch das falsche Beispiel. Einfach, wenn das Gefühl Hunger kommt, nicht sofort völlig auszuflippen. Es wird auch nicht besser, wenn man es zu goldenen Möwe nennt. Ihre Schuhgröße, weil dann könnte ich mir auch noch ihre geilen Schuhe ausleihen. An der Braut gibt's nichts zu ändern. Punkt. Ich bin ein Gentleman. Also Emanuel und ich waren... dabei. Ich meinte also, dass ich mit reinkommen soll. Bei ihnen haben wir auch der letzte und ja, genau, das, naja, so witzig ist eigentlich auch nicht. Cleo, ist es dein Ernst? War auch in Thailand, dass wir uns alle zu viert noch mit Jean haben tätowieren lassen und wir wollten eigentlich alle die gleiche Nadel benutzen. Das ging dem Tätowierer aber ein bisschen zu weit. Naja, und jetzt haben wir halt alle vier fast das gleiche Tattoo. Die Würstchengeschichte, erzähl die Würstchengeschichte. Das ist nicht jugendfrei, hier gucken ja wahrscheinlich auch Kinder zu. Ist leider ein Insider, aber einmal nachts um 11 an den Kühlschrank stich und die Wiener Würstchen. Und Wiener Würstchen, eine Packung Wiener Würstchen geholt hat. Was? Um 11? Hast du Hunger? Was ist los? Ja, sie hat einen Schulkameraden versorgt, der Angst hatte, nach Hause zu gehen. Der hat im Hof unten gestanden und sie wollte ihm Würstchen runterwerfen. Die halbe Nacht sind wir noch auf gewesen, haben gesagt, wir lassen den Jungen nicht nach Hause, bis wir wissen, dass es ihm gut geht. Die Polizei hat mit uns verhandelt, ihn rauszulassen. Genau. Das war gar nicht so einfach. Weil er irgendwann saß in unserer Küche, großer Typ, wie ein Bär, aber ein ganz weiches Herz. Und Christine hat
hat sich um ihn gekümmert. Also aus ihrer tiefen und festen Überzeugung ist der Weihnachtsmarkt nicht der Weihnachtsmarkt, sondern der Glühweinmarkt. Und wir saßen in der Bar in der Rochstraße und haben Fußball geguckt und Christine kam hereingestürmt nach dem sogenannten Glühweinmarkt. Ich komme gerade vom Glühweinmarkt. Ich war am Glühweinmarkt. Mit roten Lippen. Ich war am Glühweinmarkt. Das hat was tiefer überzogen. Als sie standesamtlich geheiratet haben, kurz vorher kam meine Tochter zur Welt, sie war glaube ich 10 Tage alt. Und das war das erste Mal, als ich da so raus bin von zu Hause und fand es irgendwie ganz cool, dann wieder unter Freunden zu sein. Dann war das so eine coole, arschgeile Party, dass es bis am nächsten Morgen wurde und ja. Ich würde da nicht viel zu sagen wollen, ich mache einfach nur Kuscheltier, sag dazu nur. Kinder. Dass sie, so wie es jetzt schon ist, sich gegenseitig irgendwie in ihrer Lebensfreude bestärken. 1000 kleine Babys. Was ich den beiden wünsche, dass sie forever zusammenbleiben. Und Kinder kriegen. Kriegen immer eine steinharte Leber und gutes Herz. Und für Christine für ungefähr genau das Gleiche. Und gebärfreudiges Becken, genau. Weil sich niemals als selbstverständlich betrachten und ja, jeden gemeinsamen Tag genießen. Und ich wünsche den beiden, dass sie für immer zusammen sind und dass wir vor allem auch für immer zusammen befreundet sind. Alles Glück der Welt. Das ist einfach, dass ihr beide so bleibt, wie ihr seid. Ich wünsche ihnen viel Glück und ich wünsche ihnen, dass sie noch viele tolle Erlebnisse haben. Also, dass die Ehe ein Leben lang hält. Und dass man auch irgendwie die Geduld hat und nicht zu schnell aufgibt. Ich wünsche euch viel Spaß, Freude, Glück. Ich wünsche dem Brautpaar eine FF. Was nämlich mein lieber Emanuel gemacht hat, der hat sich zusammengesetzt mit dem bekloppten Dirk Faeser und mit dem im November gewettet, wer denn zuerst schwanger wird, meine Freundin oder seine Freundin. Und zack, mir ist es passiert. Ich wünsche den beiden, dass es dort auch passiert. Wir machen es kurz. Ich wünsche ihnen einfach das, was sie gefunden haben, dass sie sich das bewahren, dass es einfach bleibt. Wenn ihr irgendwas braucht, ruft an, schreibt, mailt, dann sind wir da. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich freue mich so für euch. Deine Freunde sind die besten Freunde. Ich kann es jetzt mal sagen, wir haben uns bei Sebastian im Studio eingebaut. Jeder hat sich ganz super süß Zeit genommen. Und ich wünsche euch ganz viele kleine, süße Kinder, die vielleicht ein bisschen mehr wie Christine aussehen und weniger wie Emanuel, aber wahrscheinlich so den Grips von Emanuel haben und weniger von Christine. Ist es nicht fair und nett gesagt? Ist es schön zu sehen, dass der Topf und der Deckel sich gefunden haben. Genießt das Wochenende, genießt eure Zeit, feiert schön, wir feiern mit euch. Cheers. La Saint-Valentin, qui dit, tout est-il d'une date telle pour tel don, don. Tu as trop d'abandon, don. Tu as trop de pardon. Tu n'as pas prenons l'oubli pour une demande de pardon, don. La lettre est là, de où est-il, c'est pour Jacobo, le dit bien tous ses tests bidons. Mais la lettre, elle, c'est elle, les lettres qu'elle a, la lettre est elle. 1402, 2002, il loue, se retrouve dosa, dosa. Bientôt le 7 février 2000, de ton Mossad, ils m'ont limité de ciel gris vide, mais ils ne se méfient de rien, puis sur la plaine en ville. Là, chaque beau livre livre quelques détails sur la vie privée de la fille, le fameux virus qu'elle a transmis à leur ami Yves, lui-même en fut la cible. Ça n'arrive pas qu'aux imbéciles, fallait pas récidiver, se dit-il. On ne voit pas ça que dans les magazines, ça serait un signe, faut le vivre, faut le voir se croire dans un film. Lâcher des larmes trop indignes, passer le test, les glaces là qu'il se résigne. Y'a danger, y'a danger, y'a danger.